Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die EU-Kommission lockert angesichts von Massenarbeitslosigkeit und Wirtschaftskrisen in Europa den Sparkurs. Kriselnden Ländern wie Frankreich und Spanien soll mehr Zeit eingeräumt werden, um ihre Haushalte zu ordnen. Allerdings müsse diese Zeit für konsequente Reformen genutzt werden. Auch von Deutschland werden Veränderungen verlangt. Für Wirbel sorgten im Vorfeld Äußerungen von EU-Kommissar Oettinger, der Europa ein denkbar schlechtes Zeugnis ausgestellt hatte. Es gibt ein paar Filmschnipsel, fast ohne Ton, auch ein paar Fotos. Aber abseits davon wurde Günther Oettinger deutlich. Europa sei ein Sanierungsfall, schimpfte er gestern vor der deutsch-belgisch-luxemburgischen Handelskammer. Frankreich etwa sei null vorbereitet auf das, was nötig sei, nämlich Rentenkürzungen, längere Lebensarbeitszeit und weniger Staatsausgaben. Auch in Berlin werde die Tagesordnung von falschen Themen wie dem Betreuungsgeld oder der Frauenquote bestimmt. Was Europa wirtschaftspolitisch braucht, das formulierte die gesamte EU-Kommission dann heute deutlich milder. Aber auch Musterländer hätten Aufgaben zu erledigen. Wir brauchen eine starke deutsche Wirtschaft im Herzen Europas. Auch in Deutschland gibt es keinen Grund für Nachlässigkeit. Unter anderem verlangt Brüssel von Berlin, die Steuern und Abgaben zu senken, vor allem für Geringverdiener. Statt des Kinderbetreuungsgeldes solle es mehr Ganztagsbetreuung für Kinder geben. Auch die Kosten der Energiewende müssten begrenzt werden. Einer ganzen Reihe von Schuldenländern gibt die Kommission dagegen mehr Zeit, ihre Defizite zurückzuführen. Auch Frankreich, obwohl das Defizit dort schon seit 10 Jahren über 3% liegt. Allein aufgrund einer Hoffnung. In return. Im Gegenzug ist es entscheidend, dass Frankreich diese Zeit nutzt, um jene Probleme anzupacken, die seiner Wettbewerbsschwäche zugrunde liegen. Die Frage ist aber, ob Frankreich das tut. Empfehlungen wie heute hat die EU-Kommission ja nicht zum ersten Mal gegeben. Aber sie wurden höchst unterschiedlich befolgt, besonders schlecht in den größeren Ländern. Darüber sagt die EU-Kommission nichts. Sie will die vielen Instrumente ganz offensichtlich nicht nutzen, die sie im Zuge der Krise erhalten hat. Mehr zu den Reformempfehlungen der EU-Kommission finden Sie im Internet auf tagesschau.de. Die leichte Wirtschaftsflaute in Deutschland und das schlechte Wetter belasten den Arbeitsmarkt. Der Frühjahrsaufschwung ist nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit dieses Mal geringer ausgefallen als in den Vorjahren. Andererseits sank die Zahl der Erwerbslosen erstmals seit letztem Dezember wieder unter die 3-Millionen-Marke. Im Mai waren 2.937.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 83.000 weniger als im April, aber 82.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,8%. US-Ermittler haben einen international operierenden Geldwäschering aufgedeckt. Der Internetdienst Liberty Reserve mit Sitz in Costa Rica habe in den vergangenen Jahren etwa 6 Milliarden US-Dollar aus kriminellen Geschäften in den Wirtschaftskreislauf eingeschleust, so die New Yorker Staatsanwaltschaft. Die Kunden seien anonym geblieben. Transaktionen wurden online und jenseits jeglicher staatlicher Kontrolle abgewickelt. Schlag gegen die Internetbank Liberty Reserve. Ihr Gründer Arthur Budowski wurde in Spanien festgenommen. Laut New Yorker Staatsanwaltschaft handelt es sich um den bisher größten Fall von Geldwäsche. Liberty Reserve wurde für Kriminelle geschaffen, um ungestört Verbrechen begehen zu können. Ein sicherer Hafen für Betrüger, Gangster und Schmuggler. Hinter diesen Toren die Zentrale in Costa Rica. Von hier aus gesteuert sei schmutziges Geld im Wert von 6 Milliarden US-Dollar via Banken an Geldwechsler in Vietnam, Russland und Nigeria überwiesen worden. Diese Geldwechsler schrieben dann das Geld Liberty Reserve gut. Dort wurde es in die künstliche Internetwährung LR umgewandelt. Wenn es jetzt wieder abfloss, hinterließ es keine Spuren. Für ein Konto reichte eine E-Mail-Adresse, keine Überprüfung der Identität, keine verräterischen Papierspuren. Einer unserer verdeckten Ermittler nannte sich Joe, der Schwindler, und wurde bei Liberty Reserve problemlos akzeptiert. Als Verwendungszweck gab er Verbrechen jedweder Art an und als Adresse irgendwo in den USA. Liberty Reserve sei auch die Bank der Wahl für die kürzlich in New York festgenommenen Cybergangster gewesen. Sie hatten Millionen mit manipulierten Kreditkarten gestohlen und den größten Teil der Beute dann an ihre Auftraggeber überwiesen. Von denen fehlt bis heute jede Spur.
Der Fall Liberty Reserve kommt Finanzaufsehern gerade recht. Sie beobachten mit großer Sorge den Erfolg künstlicher Währungen im Internet außerhalb der Kontrolle der Zentralbanken. Die Regierung der USA plant nun erhebliche Verschärfungen bei der Aufsicht. In Deutschland ist der Alkoholkonsum nach wie vor hoch. Wie der neue Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung zeigt, trinkt fast jeder zweite Mann zwischen 18 und 29 riskant viel, bei den Frauen jede dritte. Bei Jugendlichen sind dagegen Designerdrogen gefragt. Der Alkoholkonsum geht bei den 12- bis 17-Jährigen zurück, ebenso wie das Rauchen, anders als bei Erwachsenen. Fast jeder dritte Erwachsene greift regelmäßig zur Kippe, auch weil es in Raucherbars und Kneipen in vielen Bundesländern noch erlaubt ist oder zumindest geduldet wird. Rund 110.000 Deutsche pro Jahr sterben an den Folgen ihrer Tabaksucht, schlägt die Krebshilfe heute Alarm. Unser Wunsch wäre, dass wir Gesetzgebungen bekommen in den Ländern, wie sie jetzt in Nordrhein-Westfalen und Bayern vorherrschen. Also, dass es keine Ausnahmen mehr gibt und dass wirklich ganz konsequent in öffentlichen Gebäuden, in der Gastronomie etc. pp. Nicht mehr geraucht werden darf. Dass schärfere Gesetze wirken, sieht man an bundesweit gültigen Jugendschutzregelungen. Seit es Zigaretten erst ab 18 und nur gegen Altersnachweis gibt, geht der Tabakkonsum zurück, zeigt der Drogen- und Suchtbericht. Qualmten vor 10 Jahren noch mehr als 27% aller Jugendlichen, sind es heute nur noch 11,7%. Wir haben es insgesamt für Jugendliche erschwert und es ist heute für Jugendliche nicht mehr cool zu rauchen. Wir haben auch sehr viele Aktionen gemacht in Schulen, um darauf hinzuweisen, wie schädlich Rauchen ist. Ein wachsendes Problem Designerdrogen, vor allem junge Männer greifen zu. Fast die Hälfte von ihnen trinkt außerdem gefährlich viel. Ein allgemeines Werbeverbot für Alkohol scheitert aber, genau wie ein bundesweites striktes Rauchverbot für Kneipen, am Widerstand von Industrie und Politik. Deutschland erhöht nach Verhandlungen mit der Jewish Claims Conference seine Hilfen für Überlebende des Holocaust. Von 2014 bis 2017 würden insgesamt 772 Millionen Euro für Pflege bereitgestellt, erklärte das Bundesfinanzministerium. Die Jewish Claims Conference, die Interessen der Nazi-Opfer vertritt, äußerte sich zufrieden. Jetzt sei gewährleistet, dass die Überlebenden ihre letzten Jahre in Würde verbringen könnten. Die Stadt Solingen hat heute offiziell der Opfer des Brandanschlages vor 20 Jahren gedacht. In der Nacht zum 29. Mai 1993 hatten Neonazis ein Wohnhaus angezündet. In den Flammen starben 5 türkischstämmige Mädchen und Frauen. 14 Menschen wurden verletzt. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Böhmer sagte in Solingen, Politik und Gesellschaft seien gefordert, sich für das Miteinander aller einzusetzen. Viele Solinger waren heute zu der offiziellen Gedenkfeier der Stadt gekommen. Und auch hochrangige Politiker aus der Türkei und aus Deutschland. Mit dabei auch die Familie, die von der Tat vor 20 Jahren so hart getroffen wurde. Die Mutter der Familie, Mevlüde Gensch, rief zur Versöhnung auf. Sie sagte, Taten wie diese hier in Solingen dürften keinen Keil zwischen Deutsche und Migranten treiben. Alle sollten dazu beitragen, dass die Menschen in Frieden zusammenleben könnten. Dazu sollte man auch seine Kinder erziehen. Alle Menschen seien eins, unabhängig von Nationalität und Glaube. Den Brandanschlag vor 20 Jahren hat die Familie nicht überwunden. Sie hat bei der Tat 2 Töchter, 2 Enkelinnen und eine Nichte verloren. Die Trauer um die Opfer sei noch genauso groß wie damals, sagte Mevlüde Gensch heute. 4 junge Männer hatten den Brandanschlag damals verübt. Sie wurden in einem Indizienprozess wegen Mordes verurteilt. Mittlerweile sind sie wieder frei. Reue haben sie bisher nicht gezeigt. Die Familie Gensch habe trotzdem nie Groll gegenüber Deutschland gehegt, so der Bürgermeister. Haben Sie in all den Jahren nie einen Zweifel daran aufkommen lassen, dass Sie trotz allem in Solingen bleiben werden, dass Solingen Ihr Zuhause, ja, Ihre Heimat ist? Am Ort des Anschlags steht heute kein Haus mehr. Die Lücke sollte bleiben, als Erinnerung. Auf dem Grundstück pflanzte man 5 Kastanienbäume, einen für jedes Opfer des Brandes. In Frankreich ist die erste Homo-Ehe geschlossen worden, nach monatelangem erbittertem Streit über das neue Eherecht. Vincent Autain und Bruno Boileau gaben sich in Montpellier das Ja-Wort. Die Homo-Ehe war ein Wahlversprechen von Präsident Hollande. Gegen die Reform hatte es massive Proteste gegeben. Seit gut 10 Tagen ist sie in Kraft. Autain nannte seine Hochzeit ein wichtiges Signal für die Gleichstellung Homosexueller.
Er ist der höchste Berg der Erde und Schauplatz zahlreicher Rekorde und Dramen, der Mount Everest. Vor 60 Jahren bestiegen der Neuseeländer Edmund Hillary und der Nepalese Tenzing Norgay als Erste den 8.848 Meter hohen Gipfel. Was damals eine Weltsensation war, schaffen mithilfe von Hochgebirgsträgern den Sherpa inzwischen jährlich Hunderte. Das Jubiläum wurde in Kathmandu gefeiert. Eine Parade zu Ehren der Erstbesteigung des höchsten Berges der Welt. In der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu ist auch Reinhold Messner einer der bekanntesten Bergsteiger unter den Gästen. Er war der Erste auf dem höchsten Gipfel der Welt ohne Sauerstoffflasche. Das ist er, der Traum aller Bergsteiger. Vor 60 Jahren bezwangen Edmund Hillary und der Sherpa Tenzing Norgay den Everest als Erste. Heute in Kathmandu betont der Enkel Tenzings ihre Bedeutung. Wir in Nepal sollten stolz darauf sein, dass zwei großartige Menschen die Tür geöffnet haben. Nicht nur für die Besteigung des Everest, sondern für den gesamten Tourismus, für die nepalesische Bevölkerung. Heute ist der Aufstieg ein Massenereignis. Agenturen versprechen das Gipfelerlebnis. Das kostet bis zu 70.000 Euro. Immer wieder sterben Kletterer am Berg, bis jetzt waren es ca. 250. Ralf Djomjovic und seine Frau Gelinde Kaltenbrunner sind professionelle Bergsteiger. Sie haben alle 14 Achttausender bestiegen. Das wird relativ schnell zur lebensgefährlichen Angelegenheit. Vor allem so wie jetzt im Fall von Mount Everest, dass unglaublich viele Leute gleichzeitig dort unterwegs sind, gleichzeitig versuchen, in die allerhöchsten Höhen vorzudringen und dort oben dann auch Staus produzieren an den Engpässen, an den Engstellen. Über 6.000 Menschen sollen bis jetzt auf dem Gipfel gewesen sein. Jetzt ist die Saison fast vorbei. Nächstes Jahr werden wieder Hunderte kommen. Neuer Intendant des WDR ist der Tagesthemenmoderator Tom Buro. Der Fernsehjournalist wurde heute mit großer Mehrheit vom Rundfunkrat in Köln gewählt. Er tritt die Nachfolge von Monika Piel an, die aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war. Mitbewerber waren Jan Metzger, Intendant von Radio Bremen, und Stefan Kürten, Direktor bei der Europäischen Rundfunkunion. Das ist der Moment, in dem klar ist, Tom Buro leitet künftig Deutschlands größte Rundfunkanstalt. Für den langjährigen ARD-Reporter und Tagesthemenmoderator ist der Intendantenposten beim WDR eine völlig neue Aufgabe. Künftig leitet er einen Sender mit mehr als 4.000 Mitarbeitern und einem Milliardenetat. Die Öffentlichkeit, jeder weiß, wir müssen immer wieder neu erklären, warum ist es das wert, den WDR zu empfangen und dafür auch diese Abgabe zu leisten. Jetzt kehrt der frisch gewählte Intendant dahin zurück, wo er sein Handwerk gelernt hat. Beim WDR war Buro zunächst Moderator und Reporter im dritten Programm, bevor es 12 Jahre lang ins Ausland ging, als Korrespondent in Washington und Paris. 2006 wurde er Nachfolger von Uli Wickert als Moderator der Tagesthemen. Seine Stärken: komplizierte Sachverhalte auf den Punkt bringen und unterschiedliche Menschen für eine Sache begeistern. Tom Buro ist ein Meister der Kommunikation und ein engagierter Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Beides zusammen. Allerdings tritt Buro sein Amt in einer schwierigen Zeit an. Der WDR muss sparen und ist auf der Suche nach neuen Ideen, um jüngere Zuschauer wieder besser zu erreichen. Die deutsche Nationalmannschaft trifft heute Abend in einem Testspiel auf Ecuador. Bei der Partie im US-amerikanischen Boca Raton muss Trainer Löw auf viele Topstars verzichten. So fehlen unter anderem die Spieler der Champions League-Finalisten München und Dortmund. Bundestrainer Joachim Löw geht dennoch zuversichtlich in das Duell mit dem Weltranglisten 10. Ecuador. Max Kruse wird dabei genauso sein Debüt für Deutschland geben wie Sidney Sam. Zwei Neulinge also in der Startelf bei wenig sommerlichen Bedingungen in Florida. Es hat den ganzen Tag über stark geregnet. Eine wichtige Partie ist es für Lukas Podolski. Der 27-Jährige will sich in seinem 109. Länderspiel nachdrücklich für künftige Aufgaben empfehlen, nachdem er zuletzt häufiger nur Reservist gewesen war. Der DFB hat die Länderspielreise übrigens immer gegen kritische Stimmen als wichtige Tests mit Blick auf die WM 2014 in Brasilien verteidigt. Das Erste überträgt die Partie jetzt gleich live im Anschluss an die Tagesschau. Die Lottozahlen: 2, 5, 7, 14, 40, 41. Superzahl 5. Die Gewinnzahl im Spiel 77: 1, 0, 0, 7, 5, 2, 5. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 958911. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 30. Mai.
In den nächsten Tagen fällt unter Tiefdruckeinfluss ergiebiger Dauerregen, vor allem in der Südosthälfte Deutschlands. Bis Samstagabend kommen stellenweise über 100 Liter pro Quadratmeter zusammen. Auch heute Nacht gibt es Schauer oder kräftige Regenfälle, im Norden auch mal Gewitter. Vor allem in der Nordhälfte bilden sich regionale Nebelfelder. Morgen meist wolkenverhangen und Schauer oder Gewitter, besonders Richtung Westen und Südwesten zeitweise auch Sonnenschein. Später setzen von Brandenburg bis nach Bayern kräftige Regenfälle ein. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden frisch, an der Küste sowie bei Gewittern stark böig. 3 Grad heute Nacht am Alpenrand bis 13 Grad an der Ostsee. Morgen 9 Grad in Südostbayern bis 23 Grad in Vorpommern. Auch am Freitag zum Teil ergiebiger Regen, mitunter auch Gewitter. Im Norden scheint zeitweise die Sonne. Am Samstag hält der Dauerregen in der Südosthälfte an und die Hochwassergefahr verschärft sich Richtung Nordwesten freundlicher. Am Sonntag regnet es in der Osthälfte noch gebietsweise, während sich in der Westhälfte häufiger die Sonne zeigt. Wir sind wieder für Sie da mit den Tagesthemen und Ingo Zamperoni gegen 21.20 Uhr in der Halbzeitpause des Fußball-Länderspiels. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. We'll be right back.